Und da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Tomb Raider Lara at the Movies in dem Film Star Wars. Ja, das scheint ja jetzt hier ein sehr interessanter Raum zu sein. Aber ein sehr guter Raum, weil hier liegt zumindest ein Medipack. Das ist schon mal sehr gut. Guter Start in die Folge. Nee, ich habe jetzt noch keinen Plan, was dieser Raum so wirklich soll. Gucken jetzt einfach mal so immer so rechts rein, ob irgendwas in den Zwischengängen ist. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Wirklich kein Plan. Man kann hier rumlaufen, aber halt mehr irgendwie auch nicht. Und hier gibt es diese zwei Öffnungen. Da gehen wir doch mal hier rein. Schauen mal, hier ist noch eine verschlossene Tür. Und eine Sackgasse. Okay, das bringt uns schon mal nichts. Dann gehen wir halt erstmal in die Richtung. Weil hier gibt es ja auch noch was. Okay. Drücken wir mal den Schalter, der bestimmt die Tür öffnet. Und es ist eine Zeittür, das höre ich schon. An diesem Piepen. Ja, okay, also das wird, glaube ich, sportlich. Ach so, und da muss man hier schnell noch reinspringen. Jawohl, das war knapp, aber hat gerade so geklappt. Alles klar. Ach so, hier muss man bestimmt schnell wieder rauskommen. Das schaffen wir nicht. Nee. Das schaffen wir leider nicht. Oh no. Haben wir gespeichert? Nein, natürlich nicht. So, macht aber nichts. Wir können es ja. Oder auch nicht. No. Ich hätte speichern sollen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Also nochmal. Schnell hier rum. Da oben rein. Oder auch nicht. Aber das kriegen wir hin. Wir müssen uns nur ein bisschen beeilen. So, und dann hier schnell reinspringen. So, dann hätten wir das schon mal. Das speichern wir auch ab. Und holen uns schnell die zweiten Credits daraus. Aber was ich noch nicht weiß, was ich damit soll. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie raus. Hui, das war knapp. Shit. Kriegen wir die Tür wieder auf? Weil sonst sind wir nämlich eingesperrt. Für alle Ewigkeit. Ne, ich glaube, wir haben es verpennt. Ne, hier oben gibt es einen Ausgang. Oder? Probieren wir mal, hier oben rauszukommen. Jawohl. Aber das ist nur ein Medipack. Ein Secret sogar. Aber ich glaube, wir haben es versemmelt, weil wir uns ausgesperrt haben. Das heißt, das muss schneller gehen. Das heißt, wir laden nochmal. Bevor wir den Knopf hier drücken, holen wir uns erst das Secret, was wir natürlich nicht liegen lassen wollen. Ganz wichtig. Das Allerwichtigste überhaupt. Nehmen wir es sofort mit. Wenn Lara das irgendwie gebacken kriegt. Jawohl. Und dann schauen wir doch mal, wie viele haben wir denn? 29 von 70. Naja, ist ja auch egal. Ich weiß auch nicht, wie viele man bis jetzt hätte haben können. Von daher bin ich da ziemlich entspannt. Aber jetzt müssen wir uns beeilen. Am besten hier schon mal die Rolle. Zack. Und schnell hier durch. Oh, shit. Schade. Hat nicht geklappt. Secret haben wir ja jetzt, oder? Weiß ich gar nicht, ob ich gespeichert hatte. Ja, habe ich. Gut. Ach so, hätten wir auch an den Secret sehen können. Nochmal. Das ist natürlich... Hier schnell durch. Jawohl. Da muss man sich echt beeilen. Und jetzt haben wir sie, unsere zwei Credits... Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin damit. Aber gut, Hauptsache wir haben sie erstmal. Oder müssen wir die hier irgendwo einsetzen oder so? Ich weiß es ja nicht. Was sollen wir jetzt damit? Ich meine, man kann hier mal so durchlaufen und gucken, aber... Bringt uns, glaube ich, nichts. Nö. Weil hier kann man die Dinger nicht einsetzen.
Keine Ahnung. Einen Schlüssel haben wir auch keinen mehr. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, wo können wir diese zwei Dinger einsetzen? Das ist jetzt die Frage. Gute Frage sogar. Sehr gute Frage. Wo können diese Credits rein? Ich glaube, hier oben ist ja nichts gewesen, gar nichts. Da können wir auch keine Credits einsetzen, wenn da nichts ist. Dann schauen wir doch nochmal kurz hier drinnen, ob da irgendwas ist, was auffällig aussieht. Hier hinten war ja auch nicht wirklich was, ne? Tja, wohin mit diesen Dingern? Mit den Tickets? Ich glaube, hier sind wir eher falsch. Ganz falsch. Kann man das kombinieren? Oder haben wir jetzt zwei davon? Republik Credits Combine. Okay. No. Ah, ich hätte eine Idee. Ich hätte eine Idee. Das probieren wir jetzt mal aus. Dann müssen wir aber hier nochmal zurücklaufen. Weil wir doch da etwas zum Einsetzen hatten. Vielleicht passt das da irgendwie rein. Weil ich kenne ja auch die Hintergrundgeschichte von Star Wars nicht so. Deswegen, vielleicht ist das eine Anspielung auf den Film. Wahrscheinlich schon. Und dann gucken wir doch mal, ob wir das hier einsetzen können. Wäre das Einzige, was mir einfällt dazu. Nämlich hier. Jawohl, das geht. Das war gemein. Das war jetzt wirklich gemein. Aber hier haben wir immerhin einen Hebel. Keine Ahnung, was der jetzt bewirkt hat. Jetzt sind wir in einem Loch gelandet. Toll. Aber ich glaube, wir haben dadurch jetzt hier so eine Tür aufgemacht. Oh, hier ist noch ein Gang. Sehe ich gerade. Verschwinden wir da mal ganz kurz hinein. So mal so zwischendurch, mal kurz reingeguckt. Was da drin ist. Ein Secret. Ich wollte es ja nicht für möglich halten, aber es ist tatsächlich eins. Nehmen wir natürlich sehr gerne an uns. Gerade die Munition, die wir hier die ganze Zeit benutzen. Umso besser. Laser-Munition. Sehr schön. Ne, das finde ich echt cool, dass sie so für Star Wars, der Levelbauer, so ein Laserschwert angefertigt hat. Das finde ich ganz cool. Passt total. Und ich finde, das ist auch so ein Must-Have für ein Star Wars-Level. Auf jeden Fall. Gut, dann gucken wir doch mal hier unten rein. Aha. Oh, shit. Ernsthaft? Ernsthaft? War das easy? Ich dachte, oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt kommt ein Riesendino. Ich hatte ja überhaupt keine Zeit, mich verrückt zu machen. So schnell war der tot. Okay, ist mir recht. Zwei Schuss mit dem Laserschwert und tot ist das Ding. Jawohl. So leicht kann's gehen. Gut, dann schauen wir doch mal weiter. Das war einfach. Wenn doch immer alles so einfach wäre. Wie das eben. Ich schätze mal, dass hier wahrscheinlich jetzt gleich eine Kugel runterkommt. Ja, war mir klar. Das ist so typisch. Das ist aber keine Kugel, was ist denn das? Interessant, okay. Dann. Gut, da bin ich wieder, musst du kurz abbrechen. Jetzt kann es weitergehen. Es gibt nämlich Essen. Nach der Folge werde ich erstmal essen. Lecker Linsensuppe. So, was haben wir denn hier? Ein Raum mit einem Schalter. Okay, das... Ist das wieder ein Zeiträtsel? Hat sich mir dem Piepen wieder so angehört. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Tor.
Und noch ein Tor. Ist aber beides verschlossen. Also hier kommen wir wahrscheinlich erstmal nicht weiter. Ja. Oder war das hier wirklich nur so ein Zeitspiel? Nee. Irgendwas haben wir doch geöffnet. Aber was? Das ist jetzt die Frage. Einschießen kann man das nicht. Oh, hier oben. Das hätte ich ja beinahe übersehen. Ein Kriegsschacht. Vielleicht haben wir da irgendwas geöffnet. Oh. Das sieht gut aus. Den brauchen wir da hinten wieder. Jetzt öffnen wir uns wahrscheinlich hier eine Tür. Dass wir hier wieder rauskommen. Und da bin ich mal gespannt, was das denn für ein Schlüssel ist. Da schauen wir dann mal. Skywalker Key. Ja, klar, Luke Skywalker. Den gibt es auch bei Star Wars. Das seht ihr mal, wie ich mich auskenne. Nur wie kommen wir jetzt mit dem Schlüssel hier am besten wieder raus? Wahrscheinlich durch diese Tür hier hinten, wenn die jetzt offen ist. Jawohl, okay. Das sieht gut aus. Alles klar. Hier können wir wunderbar raus. Aber wo kommen wir jetzt hin? Was ist das für ein Gang? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh. Hier ist ein Gegner. Zwei sogar. Heieiei. Habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Der hat sogar auch einen Schlüssel. Sehr gut. Dann drehen wir mal eine Runde um diesen Kasten hier. Schauen mal. War da gerade so ein R2-D2-Vieh drin? Nein, das sind diese Giftgase, die ich im Augenwinkel gesehen habe. Sehr gemein. Oh, da ist ein Kriegsschacht, sehe ich gerade. Gehen wir da mal durch. Schauen mal rein. Und der zweite Schlüssel, den wir gefunden haben, ist wieder ein General Access Key. Alles klar. Gut, dann schauen wir doch mal hier rein. Nehmen natürlich sofort diese Munition mit. Weil ich glaube, mehr ist es hier tatsächlich nicht. Jo. Und gehen wieder zurück. Ist ja auch schön, wenn man irgendwo langkommt und einfach nur was findet. Das ist ja auch mal ganz nett. Alles klar, dann hätten wir das auch. Munition eingesackt und vor allem zwei Schlüssel. Also dann kann es ja hier wirklich nahtlos weitergehen, ohne Probleme. Gehen wir hier wieder raus. Diese Tür ist zu, aber es gab ja noch eine andere Richtung, und zwar die Treppe hoch. Da schauen wir jetzt auch nochmal. Okay, und da... Ah, muss der Schlüssel rein. Okay, da sind wir einen schon wieder los. Aber Hauptsache, wir haben noch den Skywalker Key. Weil den brauchen wir auf jeden Fall. Gut. Gut, gut. Dann haben wir jetzt bestimmt hier unten die Tür geöffnet. Nö, das war eine Fehlinterpretation. Aber vielleicht haben wir hier was geöffnet. Jawohl. Aber hier gehen wir in der nächsten Folge rein. Ich beende das jetzt wieder mal ein bisschen frühzeitig, aber ich überziehe auch voll oft. Also gleicht sich das diesmal aus. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder, wenn ich was gegessen habe. Bis dann, macht's gut. Ciao.